Tanzen Sie? Ja, natürlich. Ich tanze ja Tag und Nacht. Da können Sie. Was wollen Sie? Black jeans, no. White jeans, no. Blue jeans, yeah. Musik, Ton und Wort sind ein von den ältesten Geschichten erzählen. Alte Geschichte und Unterhaltung waren durch Wort und Musik von den Älteren an den Jugend seit aber tausend Jahren weitergegeben. Film ist nur für uns eine neue, junge Methode, um zu benutzen, und es muss diese ehemalige Rolle aufnehmen. Deswegen ist Musik für Film ein wichtiger Teil der Kunst. Mit Musik kann der Regisseur das Ton, den Charakter und das Gefühl jeder Szene verbessern und besser kontrollieren und manipulieren, wie wir uns darüber fühlen. Musik in Film entwickelt sich so, wie die Musik in der Welt sich entwickelt. Symphonie- und Orchestermusik dominiert in Filmen in den 30er und 40er Jahrzehnten und die Film folgt die Entwicklung der Musik. In den 50er und 60er Jahrzehnten repräsentiert die Musik den Aufgehör der jungen Leute gegen die Autorität und genauso entwickelt sich auch der Plot der Filme. In diesen Jahrzehnten hören wir meistens viel Jazzmusik in Filmen. Heutzutage handelt die Musik sich meistens über Zwecklosigkeit, Partei und Konflikt. Und deswegen sieht man nur Filme über diese verschiedenen Themen. Film und Musik sind unentwirrbar angekoppelt. Am Anfang hatte Film keine Musik, keine Stimme und keinen Klang. Viele Regisseure haben Musik für seine Filme geschrieben und die Notblättern werden mit dem Film ins Kino gesendet. Diese Notblättern waren alle verschieden, für Klavier, für Orchester, für Sänger oder Sängerin oder für Schattenschauspieler, die den Filmtext lesen sollten. Damit muss der Regisseur durch visuelle Elemente und Zwischentiteln das Plot ausdrücken. Der erste wichtige Kunst-Horrorfilm war Der Student von Prag, der 1913 ins Kino gekommen ist. Ohne Ton beruht die dunkle Atmosphäre des Films auf das Licht, den Effekt und die Kunst der Schauspieler und Schauspielerinnen. Im Jahr 1920 ist Das Kabinett des Dr. Caligari ins Kino gekommen und er hat die Technik viel gefördert. Viele visuelle Effekte und beständige Musik hilft der Atmosphäre dieser Film, wie zum Beispiel in dieser Szene, wo der Hauptfigur sieht, dass er muss Caligari werden. Weil die Musik von jedem Film verschieden war, hat jeder Film oft neue Notblättern bekommen, wie Der Golem, wie er in die Welt kam, der 1915 ins Kino gekommen ist. Neue Filmmusik, die in 2007 gemacht wurde.
Jahr 1929 ist der erste Film mit Ton in Europa gekommen. Der Film heißt »Ich küsse Ihre Hand, Madame« und später im gleichen Jahr ist das erste komplette Talkie, »Das Land ohne Frauen«, auf Deutsch aus Österreich gekommen. Für den Film »Kühle Wampe«, der im Jahr 1932 ins Kino gekommen ist, hat Hans Eisler die ganze Filmmusik geschrieben. Insgesamt dieses Solidaritätslied, das die Arbeiter zusammen singen. Hier ist Musik kein Hintergrund, aber doch ein Ruf zur Aktion. Der Regisseur benutzt dieses Lied und diese Musik nicht subtil, aber sehr offenkundig, um die Zuschauer aufzuwachen und einen zu zetteln. Sie singen vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen. Vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. In diesem Film, der Der verlorene Sohn heißt, beginnen wir mit einem Volkslied, das die Arbeiter zusammen singen, während sie arbeiten. Dieses Holzhackerlied spielt viele Rollen in dem Film. Zuerst bringt das Lied uns sofort in eine wilden bayerischen Szene. Aber auch sehen wir durch dieses Lied und diese Arbeit, wie diese Lebensgemeinschaft zusammenarbeitet und lebt. Auch sehen wir, wie froh und toll die Leute dieses Leben und diese Arbeit finden, weil sie singen, während sie arbeiten. Später lernen wir, wie unsere Hauptfigur mit den Leuten in New York City arbeitet und lebt. Und dieses Lied führt den Aufbau und den Ton besser als einen Dialog ein. Allerlustigsten Leute sind Holzhackerleute. Brihol, Ju, schlag nur zu. Hab in den Armen ihr Kraft, das Herz voller Freude. Brihol, Ju, schlag nur zu. Wir packen die Axt und wir denken dabei. Wir hacken dem Teufel die Knochen in zwei. Die allerlustigsten Leute sind Holzhackerleute, die haben sackrische Schneid. Anders als Der verlorene Sohn hat der Film Jud Süß, der im Jahr 1940 ins Kino gekommen ist, keine Feinheit mit dem antisemitischen Message. Auch benutzt dieser Film Musik nicht so viel wie Der verlorene Sohn, um ein Bild zu machen. Hier hört man Musik nur, wenn es dienlich in der Situation des Films ist, wie hier in dieser Tanzszene. Bürgerlich. Höchst sittenstreng. Das will ich ja meine Frau nicht nach Ludwigsburg zu schicken brauchen. Bleibt dein Einfall, Jude. Wollen eure Schlaf die Anordnung beachten? Hinten die alten Damen, vorne die knusprige Jugend und der Jugend gegenüber die Leibgarde, eure Durchlauf. Hä? Und? Geduld, Durchlauf. Verderben Sie sich und mir die Überraschung nicht. Später sind Tanzszene ein wichtiger Teil der Filme für die junge, rebellierende Leute. Ich dachte mir, statt der langweiligen Disteln des Hofes einmal zur Abwechslung die Frühlingsblumen des Feldes für euer Durchlauf allein. Worauf dieser Teufelskerl kommt? Wie der Herr die Schafe von den Böcken, so trenne ich die Töchter von den Eltern. Im Jahr 1956 kam Die Halbstärken ins Kino in der BRD. Es gibt viel in diesem Film besser zu wissen und verstehen, aber niemand interessiert sich für alles als diese komische Szene. Wir sehen ganz klar, warum unser Hauptfigur der Chef dieser Gruppe ist, durch seine tolle Bewegungen und durch wie er die Mädchen dominiert. Man muss sich darüber nachdenken, wie komisch unsere raffinierten Tanzen für einen Zuschauer sind. Es ist auch wichtig, um zu sehen, wie und wo die Kamera fokussiert, weil es genauso wie ein Mehrfilm ist.
Man kann keine neue Tanzbewegungen lernen, ohne die Füße und die Beine anzusehen. Jetzt sehen wir hier, wie eine drastische Musikänderung ändert der Ton des Films. Wer hat noch den Knopf gedrückt, Mann? Mann, das ist ja ein unheimliches Ding. Gleichschritt! Wow! Gut, gut. Wer bezahlt den Sekt? Den setzt du auf deinen Anteil von heute Abend. Und in 2 Stunden bist du da, du guter Junge. Ein Film genauso wie die Hauptstärken aus Ostdeutschland war Benedikte Schönhauser, der 1957 abgebaut war. Es war ein Film über die gleichen Charaktere und wie sie in der DDR leben und rebellieren. Diese Szene ist noch ein Tanzlehrfilm für alle Zuschauer. Aber die Musik hier und diese Szene ist nicht so lebendig und lustig wie die des anderen Films. Aber nur für unsere Hauptfiguren. Diese 2 Filme charakterisieren Musik und Film in der Nachkriegszeit in der BRD und der DDR. Was ist denn mit denen los? Die Legende von Paul und Paula, ein DEFA-Film, der 1973 ins Kino gekommen ist, beginnt so.
Diese öffnende Sequenz ohne Ton und Musik lässt der Zuschauer selbst über die zerstörende visuelle nachdenken. Ein Beispiel für Quellton, wo man einen direkten Anschluss zwischen sich selbst und diesen Gebäuden sehen und hören kann. Auch benutzt diese Filme eine Tanzszene, ähnlich zu den Filmen in den 50er und 60er Jahrzehnten, aber es funktioniert nicht genauso wie die. In dieser Szene sehen wir die Füße gar nicht, weil es nicht als Lehrfilm funktioniert, sondern als eine Szene, um die neue erste Bindung zwischen Paul und Paula zu erhalten. Benutzt der Regisseur Hena Caro Musik, um eine komische und traumliche Atmosphäre aufzustellen. Hier benutzt er Musik ähnlich wie The Beatles, um eine trippy Ästhetik zu haben. Wir brauchen diese Musik, weil ohne die wir keinen Kontext haben und nicht in den Film vertieft sein können. Okay, los. Das Leben ist eine Baustelle ist im Jahr 1997 ins Kino gekommen und nicht so wie viele moderne Filme, die immer Hintergrundmusik benutzen, hat Musik als ein präzises Instrument benutzt. Wir sehen hier noch ein Beispiel für Quellton, wenn unsere Hauptfigur Jan Nebel selbst mit Wassergläser geheimnisvolle Musik spielt. Die Zuschauer können fühlen, wie die Atmosphäre geändert wird. Gehen wir denn? Ich weiß nicht, wenn du willst, können wir ja da lang gehen. Oder da lang. Aber auch spielt Musik oft eine Rolle als Comic Relief, wie hier. I feel good! I knew that I would now! I feel good! So good! So good! Zwei Wochen Ägypten gibt's schon für 999. Kairo, Pyramiden, Abu Dingsbum. Mich von Mullahs abknallen lassen, alles inklusive. Nee, danke Lilo, bleib ich lieber hier. I feel nice! Sugar and spice! So nice! So nice! Aber in modernen Filmen funktioniert Film sehr oft nur wie die Hintergrundgrafik, als eine Idee, die wir damit und daran denken müssen. In diesem Film, der im Jahr 1998 ins Kinos gekommen ist und von der Kritik gefeiert wurde, Lola Rent hat nur zwei verschiedene Musiktypen.
Durch den ganzen Film hört man nur Technomusik oder erschütternde Musik, um die kritische wichtige Stoßkraft der Atmosphäre zu erhalten. Die Musik besteuert nichts in der Meinung und dem Message dieses Films und arbeitet nur als Hintergrund. Diese Beispiele waren typische moderne Filme. Auch meint es viel, wenn man in einem modernen Film keine Musik benutzt. Die Aufgabe der Filmmusik ist, unsere Perspektive zu kontrollieren und worüber wir denken und analysieren zu ändern, genauso wie der Kamera. Es ist dann echt wichtig, dass Farocchi keinen artifiziellen Ton in Zum Vergleich benutzt. Ohne artifiziellen Ton ist dieser Film viel reflektiver und realistischer. Weil es komplett ohne Kommentare und Narrativ ist, müssen wir das selber machen und damit müssen wir für uns selber so viel denken, über wie es geht und was alles im Film meint. Wir sind dann nicht nur Zuschauer, sondern auch Laien-Filmkünstler. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.